Wir leben in Zeiten, die geprägt sind durch konstanten Wandel. Wir leben in Zeiten, wo wir immer wieder damit konfrontiert sind, uns selber zu fragen, was eigentlich das Wesentliche in unserem Leben ist. Eines der wichtigsten Elemente, die mich immer wieder grounden, ist das Gebet. Warum? Warum Gebet? Gebet ist die Form, wo wir immer ganz neu mit Gott connecten können und trotz dem konstanten Wandel, der um uns ist, so tief in unser Innerstes hören können, um wirklich zu schauen, was ist jetzt wirklich dran? Und ich möchte dich einladen, wenn wir dieses Zentrum Johannes Paul II. In der Praterstraße 28 gemeinsam aufbauen, dass wir diese Vision in uns tragen, dass das Gebet das Fundament ist. Weil wenn wir nur ein Haus bauen, das dann vielleicht schön ausschaut, aber es nicht auf Gebet geerdet ist, was für ein Haus haben wir dann gebaut? Ich möchte dich einladen, dass du mit uns auf dieser Reise gemeinsam ins Gebet gehst. Denn letztlich ist das, was bleibt. Letztlich ist das, was in uns, durch uns wirkt. Also, let's stay connected in prayer und wir freuen uns so sehr, dass du mit uns an diesem Haus baust.